Ja, hallo, mein Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 3 Mission Live. Ja, ich habe hier gerade eine neue Aufnahme. Ich starte mal gleich einen neuen Spielstand hier. Ja, Blob 3. Genau, wir hatten jetzt die Massenkamerlade auf der Autobahn, hatten endlich geschafft. Nach wie viel Folgen? 4, 5 Folgen, wo andere das mit einer Folge schaffen. Ein bisschen. Weiß nicht, ich fühle mich. Das ist irgendwie ein bisschen blamabel. Aber, naja, ihr kennt mich ja. Let's Plays zu vergessen. Ich bin halt einfach ein Loser. Egal, hat trotzdem Spaß gemacht, die Mission. So, jetzt sind wir bei der nächsten Mission, wo ich. Denn. Mal gucken, 6 Folgen dranhängen? Nein, so schnell wird glaube ich nicht werden. Hoffe ich mal. Das ging irgendwie um Bungee-Sprung, illegaler Bungee-Sprung, der wohl schief gelaufen ist. Und ja. So, hier haben wir jetzt. Ja gut, was soll ich jetzt erzählen? Ihr habt das ja bestimmt in der letzten Folge mitgekriegt. So. Und ja, ich bin immer noch am Überlegen. Eigentlich müsste ich doch mit einem Rettungshubschrauber. Muss ich. Da, mittels einer. Wieso kann ich die nicht? Muss ich da. Ich verstehe das nicht. Eigentlich müsste ich die doch so aufnehmen können. So. Komm mal her. Boah, Lack. Was ist hier denn los? So. Hallo, 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 hallo. Wo ist er denn hier? So. Dahin. Krieg mal hier hin. Ja, das Problem ist, ich kann hier nichts machen. Wieso nicht? Weil sobald ich bei der Frau bin, kommt der Zug und überfährt sie. Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. So, zur Basis fliegen. Ich kann hier nichts machen. Da stand doch, ich soll das mit einer Lage, mit einer Liege, kann ich da wohl über so ein Rettungsseil, wie auch immer, mal landen. Ich hab irgendwas nicht mitgekriegt. Aussteigen. Oder ist da kein Platz drin? Ne? Wie funktioniert denn die Rotze? Ich verstehe das nicht. Bin unterwegs. Warte mal. Du flieg mal dahin. Dann steigt ihr beiden wieder ein. Habe ich mal gerade so beschlossen. Nein, was macht ihr denn da? Och man. Landen! Was löse ich? Ich kann mit dem Wagen auch nicht. Intensivtransportwagen. Nee, sowas kann ich gebrauchen. Oder? Fliegen? Wenn ich jetzt von hier einfach mal dahin gehe, klappt das? Kann ich irgendwo landen? Zufällig. Nee. Hier kann ich landen. Ein bisschen weit weg, ne? Ein bisschen sehr weit weg. Toll, da bin ich ja von hier noch näher. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, dann geht alles hops hier. Ertrinken in Bungee-Jumper-Rennen, vermissen Bungee-Jumper-Rennen, bewusstlose Personen transportieren. Ja, würde ich gerne machen, Schnubbis. Fahrzeug auf die andere Seite, das muss ich nicht. Für Landfahrzeuge und sogar nicht schneller kommen, würde ich mir die Hubschrauber oder die Motorboot erreicht werden. Der Feuerwehr soll das leer sein. Ja, aber. Das bringt doch nichts. Wenn ich jetzt hier mit einem Ingenieur hinkomme. Einsatzkraftwagen, hier ein Ingenieur. Verletzte Personen können, wenn sie nicht ohnehin deutlich sichtbar auf dem Boden platziert sind, mit Hilfe eines Rettungshundes ausfindig gemacht werden. Aha. So. Dann muss ich nochmal gucken, ob das was bringt, wenn ich hier. Sorry. Wenn ich hier das Signal. Wo ist denn das? Wo kann ich denn das machen? Das Bahnsignal in der Gedöns. Wisst ihr?
Steig mal aus hier. So. Ey, hier kann ich ja nichts machen. Das kann ja nicht angehen. Auf dem Weg. Das Bahnsignal. Das Bahnsignal, das Bahnsignal. Hättest du verdient, den Hubschrauber? Nee, rein nicht. Ach ja. Aha. Was soll das bringen? Warte mal. Jetzt hole ich nochmal. Nee, das brauche ich ja gar nicht. Du, ihr steigt nochmal aus, habe ich gerade so beschlossen. Und dann kommt ihr. Nein. Ach man, so, geh mal hin. Du gehst da auch hin. Und du machst jetzt das Bahnsignal da. Was ist jetzt? Hä? Da ist es gemacht. Was ist denn jetzt gut? Ist das jetzt an? Oder aus? Ich weiß es nicht. Ich kann da mal kurz speichern. So, nämlich da. Haha. Ist ja egal. Ja. Okay. Okay. Ja gut, ich hatte mir überlegt, dass sobald ich das Spiel durch habe, was wahrscheinlich niemals passieren wird, weil ich einfach zu doof bin, nicht mit Emergency 4, 5 und so weiter weiterzumachen, sondern gleich mit Emergency 2016 weitermachen. Wobei, das muss ich mir erstmal kaufen. Weil irgendwo. Also so bei Spielreihe, so Halo oder Command & Conquer, wie auch immer. Da macht das Sinn, weil wir haben dann eine Story, die irgendwie so fortgeführt wird. Aber. Fährt er denn dann langsamer oder wie will ich das Bahnsignal so ändern? Oder ist hier auch noch ein Bahnsignal, was ich irgendwie abändern könnte, müsste? Hier. Ne, jetzt kommt er von da. Oder? Ja, aber jetzt kommt der Zug. Das ist aber schlecht. Ja, klasse. Hat ja super geklappt. Was bringt das denn mit dem Bahnsignal? Toll, jetzt habe ich da 1000 verletzte Personen. Warte mal. Spielstand. 3. Nein, nicht laden, speichern. Okay, nicht speichern, sondern laden. Mensch, hallo. Laden. Ja. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, wenn ich mir mal angeguckt hätte, wie das funktioniert, weil ich habe mal wieder keine blasse Ahnung. Ups. So. Also nochmal. Zuerst mal holen wir einen Ingenieur, weil anscheinend muss ich dir wohl dieses Bahnsignal da umändern, wie auch immer. Dann. Hallo? Was ist jetzt hier mit der Karte los? Was spinnt hier jetzt? Genau. Fährst du nochmal hier vorne bitte mit hin? Dann kommt nochmal hier Notarztwagen. Hier ein Rettungstransportwagen, genau. Zack, zack. Ich versuche das jetzt mal hier alles schnell zu machen. Ab. Ja, aber wie gesagt, hier bei Emergency macht das nicht wirklich Sinn. Achso, guck mal, die sind beide oben. Hier ist das Fahrzeug eingetroffen. Du kommst auch mal hier hin, bitte. Hä? Okay. Ah, ich komme hier mit der Steuerung einfach nicht zurecht. So. Fahr du mal hier hin. So. Hast du das jetzt umgeändert? Ja. Was passiert, wenn ich jetzt da nochmal mache? Wir haben hier zwei von den Teilen. Gar nichts passiert da. So. Okay. Reparieren? Ne, einsteigen. Du. Alle Einsatzkräfte, alle aussteigen. Zack. Du kannst schon mal wieder nach Hause fahren. Bin unterwegs. Du, lauf doch mal hin. Schon unterwegs gemacht.
So, in der Hoffnung, das klappt jetzt. Schon unterwegs. So. Auf den Weg. Wird ausgeführt. So. Jetzt speichere ich nochmal. Basti und speziell Maxi werden sich bestimmt schon an die Füße fassen. An die Füße, an den Kopf fassen, weil ich mich hier gerade wieder so dämlich anstelle. So, wo ist mein Notarzt jetzt? Da. Machen wir hier auch schneller. Ja, super. Jetzt kommt da wieder ein Zug. Sobald ich den Typi zu nahe komme, also der Frau, kommt der Zug an. Das ist scheiße. Was ja auch nichts bringt. Jetzt wird er wieder überfahren. Weiß nicht, ist es wichtig überhaupt das Mädel zu retten? Ja, jetzt ist er auch tot, das ist scheiße. Geladen. Spielstand. GG. So, was anderes. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich weiß das nicht. Ups. So, da. Nein. Ich werde des Wahnsinns, weil ich nicht auf langsam gemacht habe. Oh, diese Zwischensequenz. Ja, jetzt werden sie wieder beide überfahren. Ist ja gut. Klasse. Und nochmal laden. Ach Mensch, warum hat es immer automatisch auf Speichern? Das ist scheiße. So. So, jetzt ist mal ganz schnell auf langsam machen. Oh, seh doch zu hier. So, zack. Bin unterwegs. Auf den Weg. Auf den Weg. Weil es könnte ja vielleicht auch sein, dass er rüberfährt, aber sie noch am Leben ist. Weil den könnte ich jetzt mit dem Notarzt... So könnte ich es vielleicht noch machen. Weil sie ist ja eigentlich... Sie ist ja nur bewusstlos. Und ich glaube, in der letzten Folge, da hatten wir das ja auch schon ausprobiert, da war sie, glaube ich, noch am Leben. Nur war halt mein Notarzt und alles auch tot. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird der Ja, sie lebt nämlich noch. Auf den Weg. So. Auf den Weg. Bin unterwegs. Wenn er... Ja. Der Verschluckte... wird im See ertrinken. Ist mir egal. So, behandelt sie da mal. Sehen wir zu, da. Mal hier ein bisschen schneller. Ah, das sieht gut aus. Ups. Bin unterwegs. So, dann sammeln Sie mal ein. Sehr schön. Dann kommt ihr beiden jetzt mal zurück. Geht mal wieder auf die Seite. So, seht ihr. Ist die schon mal eingesammelt. Das ist ja gut. Nur was das Warnsignal jetzt gebracht hat, weiß ich immer noch nicht. So. Zurück zur Basis. So, dann würde ich sagen, das ist wenigstens ein Teilerfolg. Zugverkehr wieder freigeben. Zugverkehr wieder freigeben. Der war freigegeben. Seht ihr? Das verstehe ich nicht. Was hat das jetzt gebracht hier? Naja. Gut, das ist ja wenigstens mal ein Teilerfolg, würde ich sagen. Speichern. Dahin, ne? Genau. Haha. Speichern. Ja, wollen wir. Und dann, ja, würde ich sagen, beenden wir hier erstmal die Aufnahme.
doch, haben wir es ein bisschen geschafft. Schön, freue ich mich drüber. Und dann machen wir in der nächsten Aufnahme, machen wir uns dann an die Bungee Jumper direkt ran. Und ja, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.